etwas kläglich ausgeschieden gegen Öztürk, Yusuf Öztürk aus der Türkei. Aber Olympia hat er sicher. Das hier ist also im blauen Dress Pietro Aurino, 19 Jahre alt, jung, frech, kess. Und da drüben dann links im roten Dress, das ist dann der Franzose Mondange. Also der Italiener in der Rechtsauslage und der Ringrichter ist Richard Rido aus Polen. Langsam würde jetzt munter, der Franzose. Hat noch nicht allzu viel Erfahrung, aber der Italiener auch nicht mit seinen 19 Jahren. Ja, ein, da war wieder was drin, da waren zwei Punkte für Aurino. Also mit 2:0 geht dieser Mann, Aurino, in Führung. Pietro Aurino, der Franzose, er kann fighten. Hier geht es heute um zu viel. Offensichtlich sind beide ein bisschen belastet. Sie können ja viel verlieren in ihren bisherigen Kämpfen. Gegen sie rein, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur etwas zu gewinnen. Da boxen beide viel freier. Und ich denke, dass er jetzt anders wird in dieser zweiten Runde. Mondange braucht die richtige Entfernung. Er muss ran. Und er schleicht sich näher ran, wie ein Steppenläufer. Aber er kommt mit der Rechtsauslage von Aurino nicht klar. Hat Probleme. Und wieder Körpertreffer. Der braucht kein Risiko einzugehen, Aurino, wenn er so weiterboxt. War wieder klarer linker Haken zum Körper.
Tira così, bravo, un po' dentro. Lato fitto, lo manda la batteria. Vai. Anche la mano quando lo su la testa. Sempre con la tutta, lo manda un po' per fare niente. Immer noch kein Wertungstreffer für den Franzosen Jean-Louis Mondang. Klare Führung, oben kommt er, in Blau. Pedro Aurino. Ja, und er will, der Franzose will. Ja, will die Rechte abfeuern. Und da muss er nehmen, um in die richtige Entfernung zu kommen, muss er selber einstecken. Da war die lange Linke drin von Aurino und das gab wieder einen Punkt. Also jetzt 6-0. Ja, das ist eben noch fehlendes Timing, zu wenig Erfahrung. Und ein Mann, der schnell auf den Beinen ist, der sieht das alles und tanzt weg. Innenhand, ein Hammerschlag. Aber das war ja schon vorbei. Und das waren wieder so 15 Sekunden Zeitverlust, weil der Ringrichter erklären musste, was er gesehen hat. Und die alle wissen Bescheid. Es war Innenhand. Nein, das muss noch erklärt und belehrt werden, wie ein Oberlehrer das macht in der Schule. Das ist eben nicht modern genug. Laufen lassen, das sagt man denen gelegentlich. Die wissen es außerdem selbst. Nur dann, wenn der Kampf stockt, dann sollte ein Kampfrichter, ein Ringrichter eingreifen. Vorher nicht, soll es laufen lassen. Ja. Immer noch keine Wertung für Jean-Louis Mondang. Na, er versucht alles, was er kann, das ist nicht viel. Eingegraben. Sieben zu null jetzt. Drei Runden lang kein richtiger Wertungstreffer. Thank you.
Und das ist es also. Und jetzt warten wir auf die nächste Siegerehrung. Das ist die nämlich im Mittelgewicht für Sven Ottke. Und da haben wir ein interessantes Gremium da, die da die Ehrung vornehmen. Da ist Heinz Bitte dabei. Kann auch hauen. Da ist er links mit seinem Trainer, Valentin Silagi. Und was soll ich sagen? Früher hat man mal gesagt, vor 2000 Jahren, bist du in Rom, benimm dich wie ein Römer.